Hallo liebe Leute, ja, da sind wir doch mal wieder. Wir sind wieder bei einem kleinen Infovideo, Teil 2 der FarmCon vom zweiten Tag. Ich habe so ein paar Sachen noch zusammengefahren, ob das jetzt das Finale ist oder ob ich morgen noch ein Video nachreichen werde, wo der Rest noch ist, was noch so durchsickert. Aber ein paar Infos habe ich noch, nicht ganz so viele wie gestern, aber noch ein paar. Also, es geht um Schläuche, Kabel, was es sonst noch Schönes gibt zwischen den Geräten. Also was zum Beispiel jetzt Hydraulik angeht oder Elektrik angeht oder jetzt Luftdruckgeschichte angeht oder Versorgungsschläuche jetzt zum Beispiel von Zusatztanks zum Beispiel von einem Zusatztank, von einem Düngerstreuer oder von einer Saatmaschine zur halt Saatmaschine oder Düngerstreuer. Diese Schläuche und auch diese anderen Sachen, wie ich gerade gesagt hatte, diese Hydraulikgeschichten, Elektrikgeschichten, die sind jetzt alle optisch auch zu sehen und auch animiert. Also man sieht also jetzt auch sozusagen die komplette, ich hätte fast gesagt Verkabelung, aber so ist es ja falsch. Man sieht halt alles, was an Strippen, Schläuchen und sowas dran ist, dementsprechend sieht man auch. Alle Verbindungen sind da, ist nicht einfach so wie bei einem Anhänger, wo man jetzt nur ankuppelt und sieht nichts und wie bremst er denn? Durch Zauberei oder so? Nee, das ist natürlich Luftdruckgeschichten, die da kommen müssen und ja, diese ganzen Verbindungsgeschichten und sowas, die werden im LS19 dementsprechend dann mit drin sein in der ganzen Geschichte. So, das war Nummer 1. Was habe ich denn noch Schönes hier auf meinem draufstehen. So, ja, es geht nochmal um die Unkrautgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die in der Folge gestern erwähnt hatte, ich glaube aber nicht. Also, Unkraut wird es in verschiedenen Stufen gehen, in 3 Stufen nämlich. In der ersten Stufe kann man es noch mit einem Striegel dementsprechend bekämpfen, was den Striegel dann endlich mal interessant machen würde, weil momentan benutzt den, glaube ich, gar keiner. Oder kaum einer, sagen wir es mal lieber so. Also erste Stufe Unkraut ist mit dem Striegel noch zu beseitigen. Die weiteren Stufen Unkraut, also es wird wohl die zweite und die dritte Stufe geben, die dementsprechend ist dann mit einer Spritz zu beseitigen. Also wir werden dann tatsächlich nicht nur Düngersachen spritzen, sondern auch wohl Pestizide spritzen, um halt das Unkraut zu beseitigen. In welcher Form das Unkraut jetzt Einfluss auf die Ernte hat, das wurde so nicht gesagt. Meine Vermutung ist, dass es so ähnlich ist wie beim Düngen oder wie beim Pflügen, nur umgekehrt. Das heißt also, je größer die oder je höher die Stufe ist, desto größer wird wohl die Einbuße in der Ernte sein. Meine Vermutung ist irgendwie, ja, ne, lass es 15% weniger sein. Oder wenn sie viel machen, dann vielleicht 10, 20 oder 30%, je nachdem, welche Unkrautstufe halt drauf ist halt gerade. Ne? Ist das auch die Frage, ob das Unkraut jetzt gleich am Anfang dann auftaucht oder ein paar Wachstumsstufen später auftaucht und vielleicht gar nicht die dritte Stufe erreichen kann oder man kommt da vielleicht dadurch nicht mehr zu, weil noch die Geräte woanders eingesetzt sind gerade. Das ist die Frage, das muss man erst sehen, davon wurde so weiter nichts gesagt. Ja, was ich glaube ich auch noch nicht erwähnt hatte, aber schon mal in meinem anderen Vorweg-Video gesagt hatte, der 3D-Shop wurde auch nochmal deutlicher, aber am ersten Tag schon gezeigt. Da war ich gestern gar nicht mehr so drauf eingegangen. Man muss sich das ähnlich vorstellen. Viele von euch haben vielleicht auch schon mal den Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator angehabt. Da hat man ja auch eine Shop-Variante, wo man den LKW sieht, wo man ihn, ne, er sich dreht, wo man sieht Felgen, wenn man irgendwas ändert, irgendwas macht. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Also so wird es dann auch im Landwirtschaftssimulator sein. Man sieht halt, wie die Fahrzeuge die Farben ändern oder die Felgenfarben ändern oder die Auf- oder Anbauten dementsprechend ändern. Das wird in dem 3D-Shop auf jeden Fall zu sehen sein. Eine Sache, die wahrscheinlich, glaube ich, eher eigentlich nicht gesagt werden sollte, aber nebenbei gesagt worden ist, ich habe es gestern kurz erwähnt, ein neues Missionssystem. Die Missionen, ganz wichtiger erster Punkt, sind auch im Multiplayer zu machen. Also man kann im Multiplayer auf den Feldern Missionen machen. Ja? Ist jetzt die Frage, wenn man jetzt im Multiplayer ist und man hat jetzt mehrere Höfe und es sind zwei, ich sag mal, konkurrierende Höfe, und man kann ja theoretisch gesehen auch nicht nur miteinander spielen, wenn man jetzt in Teams ne, auf einer Karte zu spielen ist. Ob man dann die Mission nur einmal machen kann, weiß ich leider nicht. Wäre natürlich eine interessante Geschichte, sozusagen den anderen die Missionen wegschnappen. Ist das möglich oder nicht? Das müssen wir dementsprechend mal sehen. Das ist soweit noch nicht raus. Ach ja, eine kleine Zusatzinfo, also was jetzt Infos angeht, was wohl die Gamescom angeht. Also der Versuch ist auf jeden Fall da, dass auf der Gamescom die europäische Karte vorgestellt wird. Und die soll dann, wenn alles klappt, auch spielbar sein. Also es soll eine spielbare Demo sein für alle die Leute, die vor Ort sind. Die sollen sozusagen an den LS19 Hand anlegen können. So, habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, Kalk. Ich habe natürlich noch eine Sache vergessen. Das Kalk hatte ich gestern schon erwähnt. Kalk wird eine eigene Animation kriegen. Also man wird auf dem Feld sehen können, dass Kalk liegt. Also das wurde auch wohl schon in Bildern gezeigt, die aber ja leider nicht veröffentlicht werden durften. Das heißt also, man wird richtig hell, es soll richtig weiß-hell sein, dass man da Kalk sieht. Kalk soll auch ein theoretischer Nährstoffersatz sein, was auch das zum Beispiel das Düngen ersetzen kann. Ob das jetzt beides miteinander stackt, also sprich, ob die Boni aufeinander aufbauen, dass man mehr kriegt, weiß ich nicht. Aber im Normalfall ist es vorgesehen, dass man nach dreimal Ernten einmal kalkt, um dem Boden wieder Nährstoffe zuzufügen. Das soll dann als Ersatz fürs Düngen gelten. Ob man so sich entscheiden kann, ob man düngen will oder kalken will oder beides geht, das weiß ich leider nicht. Das kann ich so nicht sagen. Aber auf jeden Fall, Kalk hat eine neue Textur, die besprechend auf dem Boden kriegt. Das heißt, eine neue, also kriegt eine Textur auf dem Boden. Und es wird auch wohl eine neue Textur für die Gülle geben, aber die war wohl noch nicht zeigefertig. Und es ist auch die Frage, ob es die jetzt schon drin ist oder mit einem späteren Update für den LS19 danach kommt. Das konnte man noch nicht sagen, ob man das direkt zum Erscheinen mit dabei hat. Ja, noch eine andere Geschichte ist, es gibt für einige Geräte verschiedene Aufsätze. Man kennt das zum Beispiel bei Anhängern, dass man da irgendwelche Schotten, irgendwelche Kanten, irgendwelche anderen Sachen noch mit draufsetzen kann. Sowas Ähnliches gibt es ja auch in echt für irgendwelche Streuergeschichten oder irgendwelche andere Geschichten. Wenn man das dementsprechend auswählt im Shop, wo man das 3D-mäßig sieht und sagt, dieses, jenes anklickt, dann können sich auch die Kapazitäten ändern. Das heißt also, es ist jetzt nicht nur, dass man optisch eine Änderung sieht, ne, wie, ne, wenn ich einen Traktor in grün oder in blau habe, ist irgendwie ne, Käse. Aber es werden sich zum Beispiel dann auch Kapazitäten ändern, dass zum Beispiel mehr oder weniger reingeht von irgendeinem Füllvolumen zum Beispiel. Ne, das ist auch noch so eine Geschichte dabei. Dann eine zweite Sache, die einem Kollegen aufgefallen ist, als er die Demo angeguckt hat, ist es auf jeden Fall dunkler. Das wurde von Giants auch gesagt, dass es wohl dunkler ist. Allerdings war in der Demo, die sie gezeigt haben, halt der Mond noch nicht drin, auf gut Deutsch. Also man hatte einfach nur Nacht und dann war es echt finster, ohne Licht ging da nichts. Und es soll ein sich bewegender, über der Karte laufender Mond da sein. Der bringt dann natürlich, je nachdem wie viele Wolken da sind, ein gewisses Mehr an Licht sozusagen, sag ich mal so. Ne? Halt Mondlicht, ne? Also Mondschein, wenn man so will. Ne? Und wie viel heller oder dunkler das dann ist, kann man so nicht sagen, aber insgesamt war der Eindruck, dass es wohl so sein soll, dass die Nacht wohl mehr Nacht sein wird wie vorher dementsprechend. Ob es so Nacht ist wie mit der Mod, die man zum Beispiel auch von der Borcher See her kennt, sein wird, was damit eingebaut worden ist, das kann ich dementsprechend jetzt so leider nicht sagen. Da habe ich jetzt nicht so die ganzen Infos drüber. So, jetzt gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel. Man macht sich ja die wichtigen Notizen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber es sieht tatsächlich aus, als wenn ich erstmal alles hätte, was ich hier habe. Wenn sich noch mehr ergeben sollte, werde ich dementsprechend noch den dritten Teil nachreichen. Kann ich aber noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Also ich hoffe dementsprechend, ihr könnt mit den Infos was anfangen. Ich hoffe, dass ihr damit, ne, dass es was ein Grund zum Freuen ist, sag ich mal so. Ne, ich finde die Sache mit Kalk oder mit Kalk als Ersatz für Flügen nicht schlecht. Wenn man beides machen könnte, wäre es natürlich auch für alle dementsprechend gut, die auch gerne flügen. Aber die meisten haben ja sonst das Flügen eher so, weiß ich auch nicht. Also ich habe in meinen Let's Plays teils geflügt, mal nicht geflügt. So die Frage, wie groß die Felder waren. Bei kleineren Sachen habe ich natürlich meistens dann das Flügen auch mit drin gehabt. Wenn man das natürlich dann sagen könnte, okay, als Alternative kann man das Kalk dann mit Kalk dann arbeiten, finde ich nicht schlecht. Ich fände aber auch gut, wenn man beides gehen würde. Aber wie gesagt, dann müssen wir uns dann dementsprechend mal überraschen lassen, in welcher Form oder wie es umgesetzt wird, weil es ist ja noch nichts final. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Monate Zeit, bis das Spiel aufläuft. Ja, dann bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Infovideo dabei sein solltet, falls es noch eins gibt. Sonst natürlich schaut euch gerne meine Let's Plays an. Würde mich auch sehr darüber freuen. Lasst ein Abo da dementsprechend. Das wäre klasse. Macht die Notifications an und dann seht ihr auch immer, wenn was Neues kommt. Ich habe im Normalfall drei Let's Plays am Tag laufen. Es sind nicht immer die gleichen. Es laufen bei mir momentan ab Mittwoch dann insgesamt fünf Let's Plays, drei Folgen pro Tag, sodass man auch so ein bisschen Abwechslung dementsprechend hat, was jetzt den Farming Simulator, sprich den Landwirtschafts Simulator 2019 angeht. Ja, vielen Dank nochmal und dann, ja, bis in den Let's Plays oder bis zum nächsten Mal.